Recht herzlich willkommen zur 49. Folge vom Corvo Space Programm. Und wir sind hier und gucken mal, was wir hier ausbauen können. Jetzt habe ich natürlich dann draufgeklickt und nicht rechts geklickt. Ja, ich glaube, der Dralo wollte, dass ich das ausbaue. Das andere habe ich schon ausgebaut. Und hier könnte ich, wenn ich das ausbaue, dann mehr wie 30 Teile bauen. Ist das so richtig? Ja, 100. 225, wir haben 324, das würde reichen, also gemacht, getan. Oh, da geht's nochmal weiter. Da brauchen wir 845.000. Und gehen ja richtig große Raketen dann zugange, ne? Okay, dann haben wir das auch erledigt. Ist denn hier noch was? 282, okay, da sind dann Gewichtsbeschränkungen noch drin. Hier hatten wir schon einmal upgegradet, da sind wir auch schon dann. Okay, wie sieht es hier aus? 451 würden wir auch nicht upgraden können. 282 wäre das nächste. Hier sind wir noch ganz klein. Und hier 282. Okay, da haben wir ja was. Aber hier gehen wir als erstes rein, nicht in die Zentrale da zum Bauen. Fly by the Moon wäre ja eine interessante Geschichte. Ferry to Tourist, ne, will ich jetzt nicht. Perform Visual Survey of Kerbin. Was wollen die denn dann da? Eva Report. Und so. Irgendwelche. Und dann muss ich in die Nähe dieser Zonen fliegen. Das ist ja so ein Ding, was ich so gar nicht beherrsche, ne? Das ist jetzt nicht so was für mich. From Space Around. Science Data from Space Around Kerbin. Ja, wenn ich wüsste, wie hoch das ist, Space Around Kerbin, das müsste ich erst nachschlagen, ne? Flying. Over Kerbin ist ja 250 drüber. Ist das dann drunter? Ich weiß nicht. Ist das hier irgendwo drin? Sehe ich jetzt nicht. Around Kerbin. Test Liquid Fuel Engine in Flight over Kerbin. Spark. Fuck. Drei Touristen. Ne, da müssen wir so eine größere Kapsel erst anbauen. Das ist out of Kerbin, das heißt, wir müssten dann Richtung Moon oder. Ne, noch weiter, glaube. Zu einem anderen Planeten, nicht zu einem Mond fliegen. Das ist jetzt erstmal noch ein bisschen früh. Explore the Moon. Okay, da müssen wir dann landen. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber leider jetzt nicht. Was wäre Fly by the Moon? Moon. Moon. Da müssten wir eigentlich nur in die Nähe, aber da müssen wir dann. Nee, das lassen wir noch. Das ist noch ein bisschen zu kompliziert. Das waren diese Positionen. Science Data from Space Around Kerbin. Ich glaube, das nehmen wir mal mit. Gucken aber gerade erst rein. Das ist alles weg. Gut. Das müsste ja irgendwie zwischen 70.000 und 250.000 dann sein, ne? Das nehmen wir mit. Ja, Fuel Engine, Terrier, Liquid Fuel Engine. Das sind zwei schöne Antriebe vielleicht, aber ich weiß nicht, ich kenne sie noch nicht. Liquid Fuel, also Flüssigkeits. Hm. 4.000 zu 14.000. Aber die müsste ich dann erstmal wieder extra anmachen. Das gefällt mir nicht. Ne, das lassen wir erstmal weg. Und das andere alles auch nicht. Gut, wir haben eine Mission, die werden wir jetzt dann mitmachen können und dann ist gut. Ja, zurück. So, dann müssen wir hier rein, müssen eine neue Rakete bauen, oder? Ja, dann laden wir erstmal die alte. Dralos. Engine. Autosave wäre es wahrscheinlich auch, aber ich nehme jetzt mal hier V4. Ist das, glaube ich, ne? Load. So. Das da weg. Die definitiv auch weg. Wenn wir gerade rumgucken, der zweite ist auch weggegangen, ne? Ja. So, die beiden Türme sollen auch weg. Die startet so, hat der Dralo gesagt.
Jetzt suchen wir uns noch einen Fallschirm, den wir oben drauf wetzen können. Dann fehlt uns noch das Care. Ist das hier? Das war das doch, ne, oder? Da soll ich zweimal dran bauen, ne? Ja. Ist aber nur auf einmal gestellt. Das rasten wir auch so ein, ist besser. Gut, dieses nehmen wir mal weg. Ja, irgendwann hat er gesagt, das sollte ich wieder rückwärts machen. Ich mach's aber jetzt wieder dran. Sieht eigentlich gut aus, oder? Ja. Irgendwas war damit. In der Beschreibung hat er geschrieben, dass es zu viel ist, zu wenig ist. Ich weiß es nicht mehr. Lassen wir erstmal so. Ich glaube, wir haben nach draußen immer geguckt. Das ist die Standardansicht, ne? Dann will ich die auch haben. Unterhalb dieses hier soll ich ein Hitzeschild anbringen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. Ja, das muss ja... Das ist es, ne? Heat Shield. Passt. Das haben wir dann auch gemacht, das Hitzeschild. Die Akkus haben wir. Contracts habe ich durchgeguckt. Und... Habe ich noch was vergessen? Ich guck gerade. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, rausgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Ein Thermometer. Haben wir das Thermometer überhaupt dran? Ne? Ich glaube, das haben wir gar nicht. Doch, da ist es. Gut, das müssen wir dann nochmal nächstes Mal angucken. Ne? Ist auch zwei dran. Ne? Gut, kein Ding. So, und jetzt hier unten. Zwiebel auf 100%, hat er mir gesagt. Habe ich getan. Und jetzt diese hier. Auf keine Ahnung, das ist 1,6 ist okay. Das muss ja dann sogar noch runter. So, ich hoffe, das ist jetzt bei beiden gleich und das hat gut geklappt. Ich habe es jetzt angeklickt. Ne? Oh. So, auf ein neues. Super. Rechts klicken. 100% passt. Und hier ist es auf 32,5. Und wir sind hier auf 1,6. Also wäre das alles richtig. Die sind auch beide zusammen gemacht worden. Das ist also auch gut. Okay. Ja, haben wir geändert. Contracts habe ich nachgeguckt. 6 Akkus habe ich rangemacht, obwohl da irgendwas nur mit 4 vielleicht war. Egal. Hitzeschild eingebaut. Cares habe ich zweimal dran. Die Kappler weg, ein Fallschirm drauf. Die anderen beiden Fallschirme habe ich dann weggemacht. Das müsste eigentlich alles so sein, wie wir es brauchen. Dann nennen wir das mal die 5. Oder 4.2 oder so. Also wir machen das so, passt schon. So, das ist gut. Crew. Podka hat das Sternchen da und geht wieder zurück. Nochmal speichern. Und das war's schon, oder? So, was sagt die Mission? Das wollte ich noch gerade gucken. Ne, die ist hier unten. Transmit or recover scientific data from space around Kerbin. Okay. Ja, wo machen wir, dass es so ist, ne? Ich gucke mal nochmal durch, ob ich was vergessen haben könnte. Also hier ist klar. Hier brauchen wir nichts. Hier ist alles gut. Ja. Ach so, jetzt habe ich das wieder umgestellt. Ich habe wieder alles verstellt, was gar nicht passt, ne? Oder? Na, geht noch. MechJab 2. Nee, das braucht man nicht. Die Rampe ging dann doch. Also vielleicht sollten wir mal kurz gucken, wie wir auf dem Triebwerk stehen. Das sieht aber gut aus. Sollte gehen. Wir können auch einen Turm nehmen, ne? Oder? Ist hier oder ist hier was mit? Oh. Gewichtanzeige. Ist das jetzt hier? Kann ich
Kann ich das größer ziehen? Ja, da steht aber nichts weiteres drunter, oder? Okay, das ist aber auch nicht schlimm. Was ist das hier jetzt? Kriege ich da auch was? Okay. Okay, ach, das sind nur Anzeigen, die da sind. Und das ist... Ja, okay, das ist also nichts Schlimmes. Ich hatte jetzt gerade überlegt. Ne? Was möchte der mir sagen? Er möchte mir nichts sagen. So, das hatten wir. Das ist auch klar. Dann würde ich schon sagen... Mal reingeguckt, der Pilot ist drin, passt, können wir starten, oder? Ja, gehen wir dahin. Machen wir das. Gut. Jetzt kracht sie zusammen. Nein, alles gut. So, wir müssen das SAS anmachen. Ja. War's schon, oder? Schub. Voll. Ich muss auf 265 Kilometer kommen. Ich muss meine Dingensrichtung hinkriegen. Hier können wir gerade mal so ein bisschen schon mal in die passende Optik gehen. Dass wir das sehen. Und ich glaube, wir können dann starten, oder? Okay, dann würde ich sagen... Kann man den auflassen? Ja, weil dann sehen wir, wann der grüne Pfeil da ist. Gut, dann denke ich mal, legen wir los mit 3. Warte mal, stopp, wir müssen hier nochmal reingucken, ob ich das alles richtig... Passt. 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 Startet mit dem zusammen, passt. Okay, das ist alles gut. Hier ist was faul. Ein tiefer. Das kommt nämlich viel später wie das. Gut, dann müsste es aber stimmen. Gut, hier können wir die Dinger da oben ausschalten. Alles klar. Heat. Achso, der kommt da unten drunter dann. Ist, glaube ich, jetzt nicht wichtig, denke ich mal. Gut. 13,80 Meter ist das Messgerät über der Erde. So, dann würde ich sagen, 3, 2, 1... Go! Okay. Auf geht's. Haben wir alles richtig gemacht? Ich glaube ja, ne? Wir steigen jetzt nicht so schnell hoch. Aber das soll ja auch vielleicht gar nicht so sein, ne? Ja, wann wird denn hier ange... Achso, ich müsste da drauf... 2700 Apo Apse. Und wir sind... Ah, okay, wir sind jetzt 2,7, das war schon fast 4. So, ich schwenke mal ein bisschen ein, das sollten wir ja schon tun. Ja, läuft noch. Ja, irgendwie bei 12.000 muss ich schon ziemlich weit rum sein, ne? Mal gerade gucken, wie die Apoapse ist. 19.000. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt noch weiter rum. Aber ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen. Da müssen welche weg. Nochmal reingeguckt. 34.000. Ich glaube, wir können noch weiter rum. Mal hier rein. Wächst noch auf 50.000. Ich gehe noch weiter rum, weil ich glaube, wir sind jetzt gleich schon bei 70.000. Ja. So, das heißt, ich gehe jetzt ganz waagerecht. Weil wir müssen jetzt nur noch den Orbit erstmal machen, ne? 80.000 wird kleiner. Kann es sein, dass da gerade... Ja. Okay, ist aber nicht schlimm, glaube.
Es war so ruhig und es passierte ja nichts. Gut. So, das wird zwar ein bisschen größer, ist aber nicht so schlimm. Hier ist noch nicht erreicht, das heißt aber auch, wir sind wahrscheinlich noch nicht genau in der passenden Höhe. Erst ab 70 wahrscheinlich wird das hier grün. Gut, und gleich müssen wir schon Speed wegnehmen, ne? Weil wir den Orbit gleich haben. Ja, der kann ja jetzt ruhig größer werden, oder? Irgendwas ist hier faul, das lassen wir mal ändern. Kein Speed mehr. Space Around. Ja, weiß ich auch nicht, wo das ist. Müssen wir dann mal gucken, ne? Wir machen mal da näher. Ich bin doch hier richtig ausgerichtet, oder? Und wir müssen wahrscheinlich an die Apoapsis dran, damit das die Periapsis dann kommen kann, ne? Gut. Warten wir einen kleinen Moment noch. Können vielleicht hier ein bisschen schneller machen, oder? So, ein bisschen mal so ein Stück davor sind. Machen wir wieder normal, weil ich muss nochmal ausrichten. Und dann geben wir wieder Schub. Und dann sollte nur die Periapsis kommen. Wo ist er? Wo bleibt sie? Da war sie schon, oder? Nee. Da ist sie. So. Jetzt haben wir 70.000. Hier 102. Jetzt würde ich sagen, machen wir eine halbe Umdrehung oder machen dieses hier? Ja, wir können ja auch das dahin feuern. Dass wir das jetzt auf... Wie ist unser... Oh, wir haben reichlich Kraftstoff noch. Da brauchen wir uns also keine Gedanken drum machen. So, 130. Was waren 250? War ein Minimum, ne? 265 meinte der gute Drado. Oh, jetzt habe ich reichlich mehr, aber da machen wir uns keine Sorgen drum, weil es ist auch noch genug da. Wunderbar. Transmit or receive scientific data from space around Kerbin. Oh, das ist jetzt komisch, dass das nicht, ja, so ist. Gut. Ja, dann sind wir erstmal oben. Das haben wir geschafft. Das sieht ja auch gut aus, denke ich. Da können wir notfalls auch was ändern. Ja, da müssen wir mal aufpassen, dass wir die nicht irgendwann treffen, ne? Weil wir da jetzt immer mehr Weltraumschrott produzieren. Ja, dann würde ich sagen, soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.